Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Orgelimprovisation. Mein Name ist Franz Josef Stoiber. Heute nehmen wir die Modalität des 20. Jahrhunderts in den Fokus. Wir beschäftigen uns mit der Pentatonik, einem ganz grundlegenden Modus. Wir üben Mixturtechnik und Ostinatotechnik. Wir beginnen mit einem C-Dur Quart Sechster Chord. G mit dem kleinen Finger, dann Grundton und Terz. Wir spielen in diesem Stil diesen C-Dur Akkord als Quart Sechster Chord, weil er etwas offener klingt, das Ganze etwas labiler macht und wir dadurch neue Möglichkeiten in der Improvisation bekommen. Das ist sozusagen der Quartsext-Handgriff, den wir jetzt versetzen. Wir nennen das Mixturenspiel oder auch ein Spiel mit einem Handgriff. Sie können den versetzen auf alle Tonstufen und sollten das auch üben. C, D, F, S, des C. Beim Mixturenspiel können Sie sich Vorgaben machen. Sie können sagen, ja, ich spiele jetzt einfach chromatisch abwärts. Benutzen Sie immer denselben Fingersatz. Das ist wichtig, dass Sie dafür den Griff sich merken. Dann zum Beispiel kleinterzig aufwärts. G, B, Des, E. Oder ganztönig abwärts. E, D, C und so weiter. Wir nehmen jetzt die rechte Hand dazu, spielen ganz symmetrisch mit dem kleinen Finger auch das G und fügen dann die restlichen Akkordtöne dazu, das C und das E, die Terz. Spielen Sie bitte jetzt, wenn wir das versetzen, auch den C-Dur-Dreiklang eben genau mit diesem Fingersatz. Wir brauchen den Daumen dann noch für andere Töne. Also 2, 4, 5 und versetzen das wieder. Sie können das auch so üben, dass Sie vielleicht nur mal den fünften Finger spielen und dann den Akkord ergänzen. Jetzt erweitern wir den Dreiklang, unseren C-Dur-Dreiklang, um folgende Töne. Das ist unser C-Dur-Dreiklang. Wir nehmen jetzt die große Sekunde dazu und die große Sechste und haben nun diesen fünfstufigen Tonverrat, den wir Pentatonik nennen, Pente 5, fünf Töne. Und dieser Klang zeichnet sich aus durch einen sehr schwebenden Charakter. Das rührt daher, weil keine Halbtöne drin sind. Nun greifen wir wieder unseren Quartsextgriff, nehmen jetzt mit dem vierten Finger die große Sechste dazu, wir setzen dazu unseren C-Dur-Dreiklang und haben mit dem Daumen die Möglichkeit, die große Sechste auch noch zu spielen und hier mit dem dritten Finger den fehlenden fünften Ton der Pentatonik. Wenn Sie schauen, in der rechten Hand haben wir einen richtig pentatonischen Handgriff. Fünf Finger, fünf Töne. Wir können das links auch machen, aber wir lassen bewusst jetzt hier das bei dieser Vierstimmigkeit.
Das Interessante ist, dass wir im Grunde zwei Akkorde in diesem pentatonischen Klang haben, nämlich C-Dur. C-Dur, aber auch A-Moll. Also er ist doppeldeutig und dadurch eben wieder offener und ermöglicht dann verschiedene Dinge für die Improvisation. Auch den versetzen wir wieder. Sie können auch so üben, dass Sie das nacheinander anspielen. Wichtig ist immer der Quintton im kleinen Finger. Sie können auch hergehen und sagen, okay, Quintton und dann der Mollakkord dazu. Also B-Dur, G-Moll. Können mit dem Pedal den jeweiligen pentatonischen Tonverlauf dazu figurieren, wie Sie wollen. Üben Sie auch den fünfstimmigen pentatonischen Akkord in anderen Lagen. Das D unten, das E unten, zum Beispiel so. Und so weiter. Nun spielen wir ein Ostinato zu diesen Klängen, indem wir mit der rechten Hand den pentatonischen Griff, den pentatonischen Akkord, figurieren. Ich wechsle dazu die Registrierung, nehme in der linken Hand eine Streichermischung und in der rechten Hand eine Flöte. Und spiele folgendes Motiv, das ich dann als Ostinato benutze. Ja, die Flöte klingt ansprechender, wenn Sie das etwas artikulieren, also die Töne nicht streng legato spielen, sondern leicht portato. Das sind genau. Was ich jetzt figuriere, entspricht genau dem Griff. Jetzt versetze ich das zum Beispiel von nach S und spiele wieder meinen Ostinato. Jetzt gehe ich zurück. Sie erinnern sich an das harmonische Pendel, das wir in einem der ersten Videos besprochen haben. Wir sind bei einem Akkord, zum Beispiel C, gehen zu einem anderen, in diesem Fall eine kleine Terz nach oben und wieder zurück. Das stabilisiert unseren Ausgangsakkord. Und zugleich kommen wir zu einem Akkord zurück, den wir schon gespielt haben. Und hier geht die rechte Hand geht einfach mit damit und spielt dazu den Griff bzw. das Ostinato. Jetzt machen wir nach dem Pendel einen kleinen Exkurs. Wir gehen eine Großterz nach unten. Ass. Und dann in Großsekunden gehen wir wieder zurück. Also ein Exkurs von Ass über B nach C zurück.
Und jetzt mit dem Ostinato-Motiv. Der Griff bleibt immer gleich. Spielen wir das im Zusammenhang. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie jeden Griff zweimal hintereinander figurieren, damit Sie da Sicherheit gewinnen. Wenn Sie dann drin sind, können Sie natürlich wechseln. Ich spiele jetzt dieses ganze Muster sozusagen, das Pendel, das Terzpendel am Anfang, und dann einen kleinen Exkurs von der unteren Großterz zurück. Also. Natürlich sollten Sie jetzt auch andere Motive dazu erfinden. Sie können mit dem Pedal Akzente dazu spielen. Sie haben hier schon wunderbare Möglichkeiten mit der Figuration des pentatonischen Handgriffs und natürlich auch seiner Umkehrungen. Das heißt, Sie beginnen eben von hier aus, von C aus, von G aus und so weiter. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und spielen Quintpendel mit pentatonischem Akkordinhalt. Sie erinnern sich noch an das Quintpendel in der Dur-Moll-tonalen Harmonik, einem der ganz wesentlichen Grundlagen der Harmonik. Wir machen das jetzt so, dass wir das Quintpendel auf einem Orgelpunkt spielen. Wir beginnen wieder mit unserem schon geläufigen C-Dur-Quad-Sechster-Akkord mit der pentatonischen Einfärbung der großen Sechste. Wir spielen jetzt in die Unterquinte, F. Wir springen aber nicht nach unten, sondern wir bleiben hier und versuchen, den F-Akkord in unmittelbarer Verbindung zu suchen. Lassen gemeinsame Töne liegen, das ist das A und das C. Und die anderen Töne gehen den nächsten Weg. Und wir haben hier dann F, A, C und D. Kehren wieder zurück. Dann den Akkord auf G spielen wir so. In einer Mollfarbe, die wir dann eben auch zur Pentatonik ergänzen können. Mit dem C. Deswegen Moll, weil G-Moll eben wieder offener klingt. Wenn ich G-Dur spielen würde, dann ist das ein Dominant-Septakkord, eine fünfte Stufe von C. Und wir wollen ja eben in diese offene Harmonik der Modalität vordringen. Es wird ein Video kommen, wo ich dann näher einführe in die Modi, in die sogenannten Kirchentonaten mit ihren jeweils charakteristischen Intervallen und Akkorden. Gut, jetzt eben dieses Oberquintpendel C, G, Moll. Denken Sie daran, da steckt natürlich auch B-Dur mit drin. Ja, das ist diese Offenheit dieser pentatonischen Akkorde. In dem C-Dur steckt ja auch A-Moll drin. Und in F-Dur, wenn Sie das D hinzunehmen, steckt auch D-Moll drin. Also, nehmen wir. Wir haben sozusagen einen Liegeton, einen Orgelpunkt zuerst auf dem C und jetzt auf dem G. Wir nehmen jetzt unser Motiv dazu
und spielen das, behalten diesen Griff bei, spielen immer dieselbe Lage, diese C-Pentatonik zu diesen Quintpendelakkorden. Jetzt F. Wenn wir genau hinhören, fügt dieses Ostinato zu den folgenden Akkorden über F und über G natürlich neue Farben hinzu, die nicht mehr zur Pentatonik gehören. Am Anfang zu dem C-Akkord, klar, das sind ja dieselben Töne. So, wenn wir F spielen, das G ist die pentatonische Sekunde, das D die sechste, und jetzt kommt das E, die große Septime zum F. Diese Farbe fügt sich wunderbar ein, weil sie die Pentatonik quasi zum ionischen Modus oder zur Durtonleiter ergänzt. Das E. Wie gesagt, ich komme in einem weiteren Video auf die Besonderheiten der verschiedenen Modi zu sprechen. Gut, jetzt diese Farbe der großen Septime im Dur-Akkord. Dann wieder zurück, C. Jetzt kommt der Akkord in die G-Pentatonik. Das G ist der Grundton, D die Quinte, jetzt das E. Das C, B schon da, und das A. Wenn wir diese Töne jetzt in einer Tonleiter anordnen, haben wir 7 verschiedene Töne. Zunächst könnt ihr meinen, das wäre G-Moll, aber G-Moll hätte ja ein S. Wir haben aber ein E, eine große Sechste. Und die ist für den dorischen Modus typisch. Wir haben hier also eine G-dorische Tonleiter. Wie gesagt, später dazu mehr. Aber wir haben hier einen dorischen Klangeindruck und ja, den können wir nur genießen. Wir kehren zurück zu C. Natürlich können Sie jetzt auch den Handgriff versetzen, also wenn wir F spielen, dass Sie dann wieder den kleinen Finger auf die Quinte C geben. Dann haben Sie die F-Pentatonik zum F dazu und dann eben die G oder B Pentatonik, je nachdem, ob sie jetzt vom B ausgehen oder vom G, dazu nehmen. Also zum Beispiel so, C, F, C, G bzw. B. Sie sehen, wie viele Möglichkeiten wir schon haben für die Improvisation, schon wie viele Farben wir bekommen, nur durch die Versetzung oder Beibehaltung dieses Handgriffs. Jetzt können Sie auch natürlich frei spielen. Frei meine ich jetzt, Sie können den pentatonischen Handgriff in verschiedenen Umkehrungen spielen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Oder Sie können natürlich mit diesem Tonverrat neue Motive erfinden,
neue Ostinati oder frei spielen. Oder zum Beispiel, hier haben wir ein Quartenmotiv, ein Quartenostinato. Das klingt deswegen so wunderbar harmonisch, weil zwei Quartenakkorde wieder eine Pentatonik ergeben. Und Sie müssen dann nur sehen, wenn Sie zum Beispiel eben von der C-Pentatonik, wenn Sie von der aus starten, die Quartenakkorde, bekommen Sie diese Pentatonik in dieser Lage. Sie können aber auch versuchen, von anderswo zu beginnen, zum Beispiel von der Sechste aus über C, A. Geht auch wunderbar. Hier wird wieder die große Sechste hinzugefügt. Also das ist ein großes Feld, das uns in unseren Improvisationen sehr inspirieren kann. Ich denke, nun sollten wir ein Lied mit einbeziehen. Nehmen wir als Grundlage unser pentatonisches Quintpendel, das wir vorhin geübt haben, C, F, C, G, C. Und kombinieren das mit einem Lied. Natürlich müssen wir jetzt ein Lied nehmen, das eben mit diesen Akkorden zurechtkommt. Also wir haben ja eine C-Pentatonik, nehmen wir ein Lied in C-Dur. Zum Beispiel folgendermaßen. Ich nehme jetzt das Lied mit in der rechten Hand. Nehme den G-Moll, wieder zurück nach C, Pentatonik, F, nochmal, F, wir spielen jetzt den Cantus Firmus, die Liedmelodie, mit einem Vierfußregister im Pedal. Daran sollten Sie sich gewöhnen, das ist nämlich eine exzellente Möglichkeit für die Improvisation. Man hat beide Hände frei für die Akkorde, für Figurationen, für Melodien, für Umspielungen und der Cantus Firmus, die Melodie, wird mit den Füßen im Pedal gespielt. Zum Beispiel so, ich habe wieder unsere Streichermischung, links und im Pedal eine Vierfußzunge. Wenn Sie genau hingehört haben, haben Sie bemerkt, dass ich im vorletzten Klang, zunächst hatten wir F-Dur und dann habe ich diesen F-Dur-Akkord eingefärbt. Ich habe statt A-Ass gespielt.
Ich komme darauf, auf alle diese Möglichkeiten in einem späteren Video zu sprechen, wie ich sehr einfach diese pentatonischen Akkorde dann eben durch Alterationen einfärben kann. Jetzt nehmen wir unser Ostinato hinzu, also das Ostinato in der rechten Hand mit dem Flötenregister. Ja, in diesem Video sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich freue mich, wenn Sie wieder Kommentare schreiben, Anregungen. Und ich spiele abschließend jetzt eine dreiteilige Choralbearbeitung, also eine A-B-A-Form. Benutze im A-Teil diesen Exkurs, also dieses Pendel und Exkurs, das wir am Anfang geübt haben. C-Dur, S-Dur, C-Dur mit pentatonischem Inhalt, dann Exkurs As, B, C, dann im Mittelteil zitiere ich das Lied, den Cantus Firmus, und dann im abschließenden dritten Teil wiederhole ich wieder die Elemente des ersten Teiles, das Terzpendel und den Exkurs in Ganztönen figuriert mit unserem Ostinato-Motiv. Ja, bis zum nächsten Video zu den Grundlagen der Orgelimprovisation.